Herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, Leute, das Update ist raus und auch ich habe mich selber erst vor 10 Minuten eingeloggt, habe auch schon ein bisschen hier rumgespielt und habe mir dann gedacht, Mensch, komm, nimm doch einfach mal die Leute mit, drück auf Aufnahme. Ich selber wusste nicht ganz genau, was ich hier getan hat. Die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich mich mit den Update-Infos, die im Vorfeld kommen, nie beschäftige. Ich brauche das Update auf Deutsch. Ich will zu 100% wissen, was sich getan hat, was sich verändert hat. Und ich brauche auch immer dieses kleine Abenteuer. Ja, Update ist raus. Dass man das Ganze dann runterlädt, sich einloggt und dann guckt, okay, das hat sich getan, dies hat sich getan. Finde ich für mich persönlich immer ein bisschen spannender. Ja, und das habe ich auch heute getan. Habe schon so ein bisschen angefangen. Die Heldenprobe L20 ist auch gefallen. Hat mich sehr, sehr gewundert. Ich werde es aber gleich nochmal kurz spielen. Im ersten Versuch habe da drauf gedrückt, habe gedacht, Mensch, komm, jetzt werde ich hier zermetzelt. Aber das war nicht der Fall gewesen, sondern ich habe den Gegner zermetzelt. Das war der Todesritter gewesen. Und ja, habe auch, wie gesagt, habe mich hier so ein bisschen umgeschaut. Wir werden das Ganze jetzt aber mal machen. Ich vermisse diesmal die Update-Beschreibung. Die war doch sonst immer am Start gewesen. Oder finde ich die nicht? Ich habe mich hier schon umgeguckt. Habe die Update-Beschreibung nicht gefunden, deswegen habe ich mir hier so ein paar Stichpunkte gemacht und ich fange auch direkt mal an. Also, wir haben hier in dem neuen Modus Schicksal ein neues Gebiet. Ja, da klicke ich mal drauf, da werden sich viele drüber freuen. Und zwar können wir jetzt unsere Pixie-Skillen, was denke ich mal wenige machen werden, unseren Baum können wir skillen, unsere Rose, da bin ich mir sicher, dass es einige tun werden, die Hüterin, sehr, sehr interessant. Dann den Druiden, auch interessant, aber wenn man natürlich beim World Boss die 2 Milliarden erreicht, sehe ich für mich momentan noch keinen Grund, warum ich den Druiden skillen sollte. Aber wie gesagt, für mich interessant die Hüterin und die Rose, wobei ich mir das Ganze bei denen auch noch nicht durchgelesen habe, was sich auf Skill 11 und 12 verändern wird. Aber diese beiden habe ich auf jeden Fall schon mal hier ja, in der engeren Auswahl mit drin. So, das zum Thema Schicksal. Dann haben wir einen neuen Modus. Bei uns im Gildenchat wurde ja diesbezüglich auch einiges gepostet. Wie gesagt, ich schaue mir das Ganze wirklich nicht an. Und ja, habe mir hier gerade diesen Modus ein bisschen angeschaut. Wenn man auf die Truhe klickt, sieht man die Belohnung. Ein Rockno ist dabei, eine Schöpfung. Finde ich auf jeden Fall cool. So, das Fragezeichen. Kann man sich hier alles selber ein bisschen durchlesen. Lest euch das wirklich mal durch, hier die Regeln. Dann nochmal etwas zu den Belohnungen. Ich selber freue mich auf diesen Modus. Werde das Ganze dann auch mal angehen. Kann man mit einem anderen Spieler hier spielen, wie ich vorhin gelesen habe. Aber okay, das werde ich alles noch machen. Dann hatte ich auch schon mal hier ein kurzes Team geformt. Habe mich dann aber umentschieden. Habe dann doch nicht auf Start gedrückt, weil ich mir dachte, Mensch, nicht, dass ein Versuch drauf geht. Ich will natürlich auch meine Belohnung hier kassieren, deswegen habe ich hier wirklich noch nichts gedrückt. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was mich hier erwartet. Dann haben wir 2 neue Heldenskins. Und zwar einmal den Skele. Habe ich mir gerade schon angeschaut. Ja, habe ich mich gewundert, wo ich das gesehen habe. Der Skele in abgespeckter Form, zumindest kommt es mir so vor. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, der Grüne gefällt mir ein Tick besser, aber ich bin mir sicher, dass man sich auch ganz schnell an den neuen Skele bzw. an das neue Skin hier gewöhnt. Und ja, dann haben wir einen neuen Skin. Moment, ich schau mal, der Grimm habe ich noch nicht gesehen, bin ich gespannt. Skin und alles klar, das ist also der neue Grimm. Nicht schlecht. Ja, schade, der Grimm ist ja bei mir nicht mehr so in Gebrauch, sage ich mal. Und von daher, ja, soll es mir egal sein, aber ich finde den neuen Grimm auf jeden Fall viel, viel cooler als den alten. Ja, was ist das hier, ein Graf Dracula oder was soll das sein? Naja, sieht auf jeden Fall cool aus, finde ich geil. So, dann, ja, die Heldenprobe, die ich ja leider schon geschafft habe, aber ich drücke da jetzt gerne nochmal für euch drauf. 20 ist bei mir gefallen. So, der Drakax, ich glaube der Drakax, der wird uns hier zermetzeln. Bin ich mal gespannt, hier unten bin ich schon... Na, ich schau mal hier oben eben. Ja, das sieht noch gut aus. In der Mitte stehen noch die Gebäude. Wer kämpft hier unten? Ich glaube, das ist noch der Micha. Ja, sieht doch wieder gut aus, ne? Drakax hier oben
ist er auch gefallen. Das heißt, den Todesritter haben wir gepackt. Jetzt den Drakax, vorhin hatte ich 100 Edelsteine bekommen. Also wie gesagt, ich war selber wirklich verwundert gewesen, dass das Ganze hier sofort erfolgreich beendet wurde. Aber klar, viele werden sich sagen, hey, hast da natürlich auch starke Helden in deiner Base drin stehen. Aber unabhängig davon habe ich es mir natürlich ein bisschen schwieriger vorgestellt. Dann haben wir hier eine neue Welle. Auch die habe ich gerade mal versucht. Bin nicht bis AH2 gekommen. Also ich wurde so zermetzelt und ich werde hier jetzt auch noch mal drauf drücken. Werde mir aber mal eine andere Base hier aussuchen. Ja, mit dieser habe ich ja auch Welle AG gepackt. So, und jetzt drücke ich einmal für euch hier drauf. Hab natürlich jetzt nicht die passenden Runen drauf. Aber, okay, hier werde ich auch schon direkt von dem Ronin auseinandergenommen. Ne? Hier, klatsch, bin ich weg. Alles klar. Auch diesmal bin ich nicht bis AH2 gekommen. Noch habe ich ja eine kleine Chance. Na, schaffe ich das etwa diesmal? Der Ronin, der macht hier richtig gute Arbeit. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt fallen alle Gebäude. Der Rockno zieht rüber. Mein Skeler hat den Ronin auf jeden Fall hier besiegt. Aber jetzt fallen ja alle Gebäude. Und, okay, mein Anubis war hier auch noch am Leben gewesen. Hier oben steht nichts mehr. Ja, auch diesmal bin ich nicht bis AH2 gekommen. Auch hier bin ich natürlich gespannt, was mich erwartet. Scheint auf jeden Fall eine richtig coole Herausforderung zu sein. Und ja, wie gesagt, bin ich auf jeden Fall gespannt. So, dann haben wir zwei neue Talente bekommen. Das eine nennt sich Täuschen, das andere Rohe Gewalt. Da wäre ich auf jeden Fall mal froh drüber. Hier haben wir ja die Möglichkeit, uns die Helden aufzurufen, ja, uns über die Helden zu informieren, die im Spiel sind. Hier sollte IGG mal ein weiteres Buch, einführen, wo man draufklicken kann und wo man sich einfach mal die Talente anschauen kann. Ja, ich denke mal, das wäre sehr, sehr sinnvoll und ja, würde natürlich auch hier zu diesem Heldenbuch, ja, ich nenne das Ganze jetzt mal Heldenbuch, passen. Denn wenn man sich hier schon über die Helden informieren kann, sollte man sich natürlich auch über alle Talente informieren können, die im Spiel sind. Dann haben wir eine neue Heldin. Zu dieser Heldin habe ich nur gehört, dass sie unsere Helden wiederbeleben kann. Fügt 5 gegnerischen Einheiten 120, Moment, ich bringe die mal hier auf 10. So, fügt 5 gegnerischen Einheiten 420% Angriff zu. So, wir haben hier einen Angriff in Höhe von 5195, Angriffsgeschwindigkeit 1200, okay. Und belebt 3 verbündete Helden mit 100% ihrer LP wieder. Abklingzeit 3 Sekunden. Jeder Held kann durch Wettrüsten oder Schlachthymne nur einmal pro Kampf und nur in Angriffsmodi wiederbelebt werden. Alles klar, in Angriffsmodi nur, das ist wichtig. Alle 3, also GK geht natürlich, alle 3 Sekunden wird für die Dauer von 3 Sekunden der Angriff eines zufälligen verbündeten Helden um 100% erhöht. Das heißt, die bufft uns um 100% und der erhaltbare Schaden um 60% reduziert. Stark. Der Held wird außerdem um 600 Angriff geheilt. Die Heldin, die heilt uns auch. Alter Schwede, das ist auf jeden Fall hier mal ein richtig cooler Held. Eine richtig fette Supporterin. Die heilt uns, die belebt uns wieder. Die bufft uns und sie reduziert den erhaltbaren Schaden. Ja, und macht natürlich auch noch selber Schaden, fügt 5 gegnerischen Einheiten. Okay, Einheiten. Liest sich auf jeden Fall verdammt stark und ich bin mir sicher, dass die Gute hier auf jeden Fall richtig was kann. Ich habe 46.000 Gems am Start. Ich werde diese aber nicht für diese neue Heldin auf den Kopf hauen. Ja, ich werde hoffen, dass ich die gute Free-to-Play bekomme. Ich muss dringend meine Helden ausrüsten. Ich brauche Ausweichen auf so vielen Helden. Und deswegen ist mir diese Heldin erstmal egal. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben hier einige neue Anpassungen. Das Steinbruch-Interface wurde verändert. Ja, das Ganze sieht jetzt so aus, wenn wir hier drauf drücken. 4 Stunden fortfahren. Wir haben Steinbrüche gefunden. Möchtest du mit dem Graben beginnen? Unbearbeitete Steinbrüche verschwinden um 0 Uhr. Alles klar, ist auf jeden Fall cool. Das heißt, diese 3 bewegen sich wohl jetzt momentan in meiner Base. Nein. Okay, hier kann ich mir wohl aussuchen, was ich möchte. Sehe ich das richtig? Ja, wird wohl der Pfeil sein. Ne? Das heißt, wir haben hier ein Ausrufezeichen und ich kann mir... Okay, es kann natürlich sein, dass wir hier jetzt nicht mehr 5 Ausrufezeichen rumlaufen haben. Das ist ja das, was mich immer so ein bisschen genervt hat. Wenn ich auf ein Gebäude klicken wollte, da lief da irgendwie dieses Ausrufezeichen rum und blieb da dann auch stehen. Ja, das hat mich manchmal wirklich tierisch aufgeregt. Ja, hab ich schwache Nerven. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich hier aussuchen, was man möchte. Ja, ich wähle mir
Ja, die Orden. Ehre habe ich genug. Ich nehme die Orden. So, zack. Hier ist wieder dieses Ding. Das müssen wir uns wieder hier hinziehen. Mache ich mal eben. Perfekt. So, dann hatte ich mal IGG vor einigen Monaten ein Ticket geschickt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie das aufgrund dessen geändert haben. Ja, bloß nicht falsch verstehen. Aber ich habe denen wirklich mal vor einigen Monaten ein Ticket geschickt. Hatte ich auch mal gepostet in der Gilde. Und ja, da habe ich gesagt, ob die nicht endlich uns die Entscheidung lassen, ob wir mit Edelstein oder mit Talentkarten rollen möchten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das geändert hat. Ja, dass man jetzt einfach selber entscheiden kann, wechseln, was man hier nutzen möchte. Entweder Edelstein oder Talent Reroll Karten. Oder man möchte natürlich dann am Ende seine 5er Talentbox hier nutzen. Aber man kann es jetzt selber entscheiden. Da bin ich auf jeden Fall froh drüber. Wenn IGG jetzt noch einführen würde, dass wir hier mit einem Klick volle Truppen hätten, ja, dass wir hier unten noch ein kleines Buch hätten, wo wir einfach mal so eine Talentübersicht hätten, dann wäre ich mehr als zufrieden. Wenn das jemand sehen sollte von dem Support, was ja sicherlich nicht der Fall sein wird, dann bitte eine Info an IGG, dass die das doch ändern sollen. So, dann haben wir noch einen dritten Punkt bei den Anpassungen, den habe ich nicht ganz verstanden. Tausch gegen Ehre. Ja, in der Übersicht kann eine Beschreibung der verfügbaren Gegenstände aufgerufen werden. Ich habe auch schon so ein bisschen durch die Gegend geguckt. Ich selber habe es nicht gefunden, habe auch in der Gilde gefragt, habe da so einige Infos zu bekommen. Aber an diesem Punkt oder zu diesem Punkt möchte ich jetzt nichts sagen. Ja, wenn ihr wisst, was damit gemeint ist, haut es mir in die Kommentare rein. Und ja, Punkt 4. Wir haben natürlich hier einen neuen Heldenslot dazu bekommen. Ja, ich habe meinen hier auch schon geöffnet. Ich hatte eine Karte. Jetzt haben wir hier 89 Plätze. Und ja, das soll es auch gewesen sein. Also das war das, was ich gelesen habe in diesen Update-Infos, die IGG auf Facebook gepostet hat. Ich gehe mal davon aus, dass sich auch nichts anderes verändert hat. Und ja, wie gesagt, das soll es an dieser Stelle dann auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass euch hier mein kleiner Schnupperkurs, kann ich nicht sagen, aber hier mein kleines Update-Abenteuer, was ich immer so habe, wenn das Update rauskommt, gefallen hat. Hinterlasst mir ein Like, wenn ja. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns wie immer in dem nächsten Video. Bis dahin.